Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Live-Let's Play von Starfield. Und ja, ich habe eben schon mal mit Sarah geredet. Wir sind wieder zurück in New Atlantis und sind jetzt im Off hier wieder zurückgeflogen, weil ich wollte jetzt doch gerne noch ein bisschen die Hauptstory verfolgen. Wir haben gestern im Off noch ein bisschen den anderen Planeten erkundet, hatten da tatsächlich auch noch eine interessante Mission, die ich jetzt im Nachhinein leider nicht aufgenommen habe, weil erst dachte ich, sie wäre sehr langweilig, entpuppte sich dann aber als das Gegenteil. Und ja, wir wecken jetzt einfach mal Sarah. Also das gestern Abend hat dann noch richtig gut Wir stehen noch am Anfang dieses Mysteriums. Und du wirst alles miterleben. Ja, sie liegen einfach hier mit Straßenklamotten und Schuhen im Bett. Was soll's? So, ich bin bereit. Wir verrichten etwas altmodische Detektivarbeit. Die Artefakte sind eher inaktiv, wenn sie aus dem Gestein entfernt wurden. Die Leute können sie also weitergeben, ohne zu wissen, was sie sind. Ich habe meinen Kontakten gesagt, dass ich nach merkwürdigen Metallobjekten suche. Meistens kommt nur Unsinn zurück. Aber ein Tipp von der UC Vanguard klingt vielversprechend. Gut. Andere Leute haben auch Artefakte. Wir müssen davon ausgehen, dass nicht nur wir über dieses Mysterium gestolpert sind. Aber kaum jemand sucht im All nach dem Unbekannten. Sie suchen Welten, die sie besiedeln. Ressourcen, die sie abbauen. Territorien, die sie verteidigen können. Ein merkwürdiger Fels oder ein einziges seltsames Stück Metall würde ihnen nicht viel sagen. Deswegen besteht die Constellation, um diese Dinge zusammenzusetzen. Okay. Die UC Vanguard? Ein Freiwilligentrupp, der mithilft, die Grenzen des UC-Raums zu verteidigen. Suchen ständig neue Leute. Viele Veteranen im Ruhestand und gefährliche Profis, gemischt mit Teilzeitkräften, die mit Glück einen Laser am Schiff hängen haben. Mein Kontakt sitzt im Rekrutierungsbüro. Er kriegt also viel mit, was die Freiwilligen so treiben. Okay. Rumrennerei zahlt sich oft nicht aus, wie erwartet. Du hast das schon einmal gemacht, oder? Weise Worte. Ja. Wir müssen nur aufeinander aufpassen. Rumrennen kann ich. Aber das ist nicht alles. Ich will die Gelegenheit nutzen, um zu sehen, wie du dich machst. Und damit du mehr über uns erfährst. Ich bleibe bei dir. Wir reisen zusammen, bis wir ein Artefakt finden oder die Spur sich im Sande verläuft. Sarah wird als deine Begleitung fixiert, wenn du fortfährst. Was habe ich von der Sache? Zahlt die Constellation mir ein Gehalt? Außer dem Schiff, dem Roboter und einer kostenlosen Wohnung, meinst du? Ja, meine ich. Wir können gelegentlich ein paar Mittel verteilen. Und vor allem können wir dir einen ordentlichen Anzug besorgen. Wir sind Entdecker. Wir haben reichlich entsprechende Ausrüstung. Je mehr du mit uns arbeitest, desto mehr profitierst du davon. Alles klar. Verstanden, wir sind ein Team, bis wir das Artefakt Wir müssen zum MEST, ins Vanguard-Rekrutierungsbüro, wo mein Kontakt arbeitet. Und eins noch. Egal, was du früher warst oder was du da draußen treibst, es interessiert mich nicht. Solange du nicht die UC Security zu uns führst. Jedes Constellation-Mitglied ist sein eigenes Gewissen. Klar? Klar. Was heißt das? Es ist euch egal, wenn ich was stehle, solange ich nicht erwischt werde? Ich meine, manche Mitglieder der Constellation standen nicht immer auf der richtigen Seite ihrer jeweiligen Gesellschaft. Wir gehen Risiken ein. Manche von uns haben schon häufiger eine Zelle von innen gesehen. Wenn du dich uns anschließt, verschreibst du dich der Mission. Im Gegenzug hast du Freiheit bei der Wahl deiner Mittel. Okay. Verstanden. Gut. Dann spazieren wir ein wenig durch New Atlantis, ja? Wo ist sie denn? Hi. Wir müssen mit John Tuala im Mest reden. Zurzeit darf ich dich was fragen. Woher wusstest du, wusstet ihr, dass es auf Vectera ein Artefakt gibt? Lass uns mal kurz ausrüsten. Ich fass in meine Tasche. Immer. Nee, ich wollte dir was nehmen. So. Willst du mein Zeug sehen? Ja. Wir geben ihr jetzt genau eine davon zurück.
Das Gleiche machen wir auch noch mal mit unserem Roboter. Adieu. Adieu. Adios. So, dann gehen wir nämlich mal. Zu unserem Kontakt. Komm mal. Kommen wir von hierher? Wie viel Uhr haben wir denn? 6.16 Uhr. Deswegen haben die tatsächlich alle noch gepennt. Es war mitten in der Nacht. Wurde also zurückgebracht. Guten Abend, lieber Ray. Gesellschaft. Guten Tag. Gleichfalls. Ja, voll cool. Guck mal hier, sogar die Wandschmierereien gibt's. Nee, ich lass das mal hier. Kann man später machen. Wie komme ich denn dahin, wo ich hin muss? Ey, es kann doch nicht wahr sein. Du weißt, dass wir Jetpacks haben? Ja. Ich musste genau da drunter. Ja, hätte ich da oben ja lang rumrennen können, ey. Moin. Moin. Moin, moin, moin. Wir rennen alle zur Arbeit, ne? Hier ist so viel los. Wie sie immer hinterhergerannt kommt. So. Und hier rein. Hi. Sarah, von Natur aus neugierig, ja? Hey, willst du nicht der Vanguard beitreten? Den United Colonies helfen, ein paar Credits verdienen? Womöglich UC-Bürger werden? Die Was ist die Freiwilligenflotte Vanguard? der United Colonies. Unabhängige Captains können mit ihrem eigenen Schiff beitreten und die UC versorgen sie mit Arbeit und Credits. Und als Vanguard kriegst du garantiert die UC-Staatsbürgerschaft mit allen Vorteilen. Rabatte auf UC-Waren und medizinische Behandlungen. Die Chance auf eine Wohnung in New Atlantis. Anders kommt ein ausländischer Captain da nie ran. Also, bist du dabei? Wow, den Satz kenne ich doch irgendwoher. Sage ich auch immer, wenn John mich wieder an Bord holen will. Ich kapituliere, aber versuchen muss ich's, oder? Okay, pass auf. Es gibt einen Vanguard-Freiwilligen namens Moara, der in der alten Heimat patrouilliert. Sol, Mars, Neptun, du weißt schon. Im Sol-System? Mit welchem Admiral hat der sich's denn verscherzt? Er kommt vom Mars, ist da aufgewachsen. Außer ihm will da keiner arbeiten. Angeblich hat er den alten Groundern eine schicke Kühlerfigur aus Metall gezeigt. Passt auf Sarahs Beschreibung. Ein Artefakt? Moment, was ist denn am Sol-System so schlimm? Soll das ein Witz sein? Das ist der unbeliebteste Posten in der ganzen Flotte. Oh. Das Einzige, was die UC da interessiert, ist der Mars. Und da will niemand hin. Da wollen alle weg. Okay, so schlimm unsere ehemalige Heimat? Oh, der ist schon ewig dabei. Rekrut Nummer 81 oder so. Okay, wenn er auf Patrouille ist, gefährdet das. Eine wissenschaftliche Entdeckung wird als Zielraten missbraucht. Schlimm, wir reden mit ihm. Wir können ihm sicher ein gutes Angebot machen. Was? Nee, das Sol-System ist ruhig wie ein Grab. Da passiert nichts. Das heißt, es passiert auf jeden Fall was. Ihr zwei kriegt das sicher hin. Was?
Wird. Im Sol-System gibt es viele Planeten, aber ein Veteran wie Moira ist sicher regelmäßig in Cydonia. Du meinst in den Bars, oder John? Hey, Patrouillenfliegen kann durstig machen. Hat Moira gesagt, wo er diese Kühlerfigur gefunden hat? Musst du ihn fragen, aber Vanguard-Freiwillige haben Bergungsrechte, wenn sie in einen Kampf geraten. Würde mich nicht wundern, wenn er es einem Piraten abgenommen hat oder so. Kannst du mir was über Cydonia sagen? Ja, nimm ein Malbuch mit. Du gewöhnst dich so an das Rot, dass du vergisst, wie blau und grün aussehen. Ja, der rote Planet, nicht wahr? Also auch nach Cydonia. Mein Angebot war übrigens ernst gemeint. Komm einfach vorbei, wenn du soweit bist. Die UC sind ein nützlicher Freund. Alles klar. Frage in Cydonia nach Moira. Sprich mit dem Commander Tula darüber, dem Mangard beizutreten. Weil er ist Tula. Tuala. Im Privatsektor. Da gibt's das große Geld. Gut, alles klar. Dann gucken wir jetzt gerade mal nach unseren Quests. Sprich mal so. Sprich mit Kelden Rush. Sergeant Yumi war der vorne von der Security. Unter Deck waren wir auch noch nicht. Hat der Frosch denn was Neues gefunden? Das sind alles die aktiven Quests, ja. Nochmal kurz mit dem reden, ob er was über den Baum rausgefunden hat und dann legen wir los. Ich wollte nämlich gerade sagen, das ist nämlich hier nicht weit. Unglaublich, dass dieser Baum älter als New Atlantis ist. Stell dir vor, was er... Habe ich jetzt die nächste an der Backe, die mich zuschwallert? Ah, was für eine angenehme Überraschung. Hätte nicht erwartet, dich wiederzusehen. Ja. Beim letzten Mal warst du ziemlich aufgeregt. Ich hatte gute Gründe, verzweifelt zu sein. Du hattest mir schon beim Nachweis geholfen, dass etwas bisher Unbekanntes mit dem Baum vor sich geht. Jetzt wissen meine Vorgesetzten davon. Es gibt wachsende Bedenken. Oh, das sollte jetzt kein Wortspiel sein. Bedenken, dass es schlimmer wird. Unsere gesammelten Daten deuten auf einen definitiven Trend hin. Die Vibrationen aus diesem Baum nehmen an Stärke und Frequenz zu. Weil wir so etwas noch nie in diesem Ausmaß gesehen haben, wissen wir nicht, wo die Obergrenze liegt. Wir wissen nicht, wann oder ob es überhaupt aufhören wird. Für Menschen ist es derzeit nicht wahrnehmbar. Aber mit der Zeit... Ich möchte zwar nicht über die Möglichkeiten spekulieren, aber gut ist keine davon. Hey. Klingt so, als müsste dieser Baum gefällt werden. Du hast doch bestimmt eine Art Plan. Ich versuche, einen aufzustellen. Ja. Das ist aber unmöglich, solange ich nicht alle relevanten Informationen habe. Es gibt Daten zu anderen, jüngeren Mitgliedern der Spezies. Leider gibt es ein paar, sagen wir mal, persönliche Probleme, an sie zu kommen. Persönliche Probleme. Persönliche Probleme, falls du verstehst. Ist das deine Ex-Frau oder was? Oh, tatsächlich. Lass mich raten, eine alte Arbeitsaffäre? Und jetzt brauchst du wieder meine Hilfe. Was? Nein, das ist absurd. Ich bin ein Profi. Ja, ja. Einer der anderen Forscher beim MEST, Emilio Hadek, hat Daten, die für meine Arbeit hier enorm wichtig sein könnten. Wir sind nicht einer Meinung. Und bisher hat er sich geweigert, sie mir zu geben. Ich hoffe, dass er eher geneigt wäre, sie abzutreten, wenn jemand anders ihn fragt. Was sagst du dazu? Verstehe ich schon. Ich soll ihn ausquetschen, bis er wimmert. Warum will Emilio dir die Daten nicht geben? Er hegt seit Jahren einen Groll gegen mich. Wegen einer Kleinigkeit. Er denkt bestimmt, dass es meiner Karriere schadet, wenn er das tut. Er wollte nicht zuhören, als ich erklärt habe, dass es nicht um mich geht. Es gibt wichtigere Anliegen. Okay. Ich besorge dir deine Forschung. Danke. Zuletzt war er auf einem Feldeinsatz irgendwo in der Nähe der Außenbezirke der Stadt.
Vielleicht wäre es am besten, meinen Namen nicht zu erwähnen. So. Gut, das haben wir erledigt. Jetzt wenden wir uns wieder der anderen Quest zu. Nein, noch weiter Flur. So, machen wir das weiter. Ich will nämlich mal ein bisschen hier rauskommen. Wo steht denn unser Raumschiff? Bin ich gerade blind? Da hinten sind zwei übereinander. Da! Herrschaftszeiten, ey. Wenn die Leute ständig dazwischen latschen, kannst du da nicht schnell hinreisen. So. Oh, die erschreckt mich immer. Hier nehmen wir gleich noch die Patronen ab. Erstmal die zwei Dinge noch verkaufen. Kann ich dir irgendwie helfen? Händler verkaufen. Wie? Hat mir nicht die andere auch noch mit? Die Equinox? Oder kann ich die nicht verkaufen, weil ich die geklaut habe? Verkaufen aus. Ja, mal diese modifizierte Mailstorm. Gut, das ist alles, was wir am Schiff haben. Das ist nicht viel. Alles klar, da sind wir im Moment gut aufgerückt. Oder habe ich die aus Versehen eben wieder, wo wir das Inventar sortiert haben, weggesteckt? Ne, siehst du, hier ist sie. Da erscheint sie nur nicht. Nur die ist jetzt auch nicht Gott weiß wie viel wert. Die hat einen Wert von 2.500 und wir kriegen das noch nicht mal beim Händler. Kannst du nicht was Billigeres fallen lassen? Entsetzt? So, hallo Vasco. Bitte vergessen, ich akzeptiere jeglichen Gegenstand. So? Nimmt er immer alles? Warum kann ich denn nicht nur einen Teil ihm geben, ey? So, eine behältst du, damit du schießen kannst. So. Wiedersehen, Vasco. Alles klar, das haben wir. Habe ich noch einen Skillpunkt? Der wäre jetzt wichtig für das, was demnächst kommt. Keine Skillpunkte. Ich muss das skillen. Sehe ich irgendwie, wie weit ich bin bis zu meinem nächsten. Level-Up sozusagen? Nee, ne? Naja, let's go. Schiff reparieren wir gleich auch mal. Links neben deiner Figur. Ach, da. Oh. Es dauert aber noch lange. Bist du wirklich zum Teil Alien? Soll ich dich zu unserem Anführer bringen? Ich sehe ihn nämlich direkt vor mir. Warum habe ich das getan?
Warum habe ich den mitgenommen? Warum? Ja, dann müssen wir erst noch ein paar andere Dinge erledigen. Ich muss auf jeden Fall noch ein Level up haben. Wesen freut es dich bestimmt, die Familie wiederzusehen. Ich glaube, es ist ein bisschen laut, wa? Muss ich nach dieser Folge mal ein bisschen leiser machen, das Ganze. So, wo soll man denn hin? Dorthin? Richtung Sol. Das passt? Okay. Gut, dann let's go. Ein Punkt auf Gravitation oder Graf-Antrieb. Let's go. Also hier ist es jetzt wirklich so, dass wir das komplette Sol-System haben. Und das ist mega. Wenn ich jetzt hier einmal eins rausgehe. Pluto. Saturn. Mit Monden. Titan. Neptun mit Mond. Jupiter mit Monden. Venus. Uranus mit Monden. Mars mit Monden. Merkur. Unsere Erde mit Mond. Mega. Mega. Hier haben wir die Erde. Guckt sie euch an. Was von unserer Erde übrig geblieben ist. Das sieht aus wie Amerika. Südamerika. Afrika. Europa. Hatte schon bessere Tage, ne? Mhm. Finde ich auch. Sieht nicht mehr gesund aus, die Gute. So, wir sollen aber jetzt als erstes mal Richtung Mars. Da eine Fracking-Station. Sidonia, da sollten wir ja hin. Da noch eine Fracking-Station. Und eine Mars-Mech-Fabrik. Und die Monde des Marses, die sind ziemlich eierig. Guck mal hier, was das für Knollen sind. So, aber wir müssen nach Sidonia. Launchpad. Wir landen. So, ich geh mal raus. Ach, Sidonia. Überprüf deinen Anzug. Der Maßstaub ist hartnäckig.
Nein, du. Warte. Ja, aber nicht, wie viele Level noch fehlen, ne? Ich will jedes Mal Schiff reparieren, wenn wir unterwegs sind. Jedes Mal vergesse ich es. Willkommen auf dem Mars, Freunde. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, ich war heute Nachmittag hier mal kurz. Hier gibt es diese komischen Thermalwürmer da. Da habe ich direkt ein paar erledigt, bevor die mein Schiff krebsen. Wir sind unsere Schiffe am Reparieren. Hat aber auch schon bessere Zeiten gesehen. Hoppla. Oh, hier haben wir wenig Gravitation. Vasco ist am Schiff als Wache tatsächlich. Ist nur selber mit dabei. Vasco ist am Schiff. So, dann schauen wir mal. Thermoparasiten, genau. Das würde dann wohl die Ausfälle erklären. Was kostet mich der Spaß? Das dürfte eine mittlere fünfstellige Summe werden. Fünfstellig? Fünf? Na schön, ich mach es. Ich bin an der Bar. Sag mir dann Bescheid. Bin schon dabei. Also diese Thermoparasiten, die sind echt nicht ohne. Auf die sollten wir Acht geben. Kann ich dir helfen? Ich würde gerne meine Schiffe sehen und modifizieren. Zeig mal, was ihr für Schiffe habt. Du findest sicher was, was dir gefällt. Bestimmt. Jetzt habe ich gerade Kefir gelesen. 785 Fracht. Das ist schon mal fast das Doppelte von unserem. Nicht ganz. Knapp 100.000. Discovery, das ist unsere Frontier. Ne, die ist nicht hässlich, ne, die Kefir. Finde ich auch ganz hübsch. Das ist die Responder. Die hat nur 410 Fracht. Ist ja weniger als wir haben. Was hat sie denn sonst für Vorteile? Keine. Aber gut aussehen tut sie. Also mir gefällt die. Ist nur irgendwie nutzlos. Oder was sehe ich gerade irgendwas? Na gut, die hat viel Reichweite. Ist vielleicht eher ein Erkunder? In dem Dreh? Rampler. Die hat nur 260 Frachtkapazität. Das wird ja immer kleiner. Na gut, die ist auch relativ klein, glaube ich. So wie sie ausschaut. Na nun denn. Nee, nichts für mich dabei. Vielen lieben Dank. Wir gehen dann
auch gleich mal rein. Aber wir bei YouTube tun das in der nächsten Folge. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao.